Hallo, herzlich willkommen bei Hoffnung hilft heilen, dem Recovery Podcast. Mein Name ist Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin, Trainerin und Coach und außerdem bin ich selber Psychiatrie erfahren. Und vielleicht hast du es gehört, vor 2 Wochen im Interview mit der Dami Scharf habe ich angekündigt, dass es heute ums Thema Trauma gehen wird. Und zwar wirklich um so ein Basiswissen zum Thema Trauma. Gerade im Bereich Psychiatrie ist es ja irrsinnig wichtig, sich mit diesem Thema auszukennen, weil Trauma was ist, das ganz vielen psychischen Erkrankungen, psychischen Herausforderungen zugrunde liegt. Und dabei ist ein Trauma aber nicht immer unbedingt was, das bewusst erinnert wird. Aber die Mechanismen, die im Körper wirken, sind einfach vorhanden und die sind gleich, egal ob man sich daran erinnert oder nicht. Und ich habe ja selber eine eigene Betroffenheit mit dem Thema Trauma und kenne von daher die Symptome ganz gut. Also ich bin lange schon mit diesem Thema selber beschäftigt und jetzt aber auch die letzten 10 Jahre seit meinem Ergotherapiestudium bin ich auch beruflich damit beschäftigt. Und ich habe im letzten Jahr für mich einfach Wissen gefunden, das wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert hat. Also dass so wirklich die Dinge, die ich erlebt habe, echt erklärt haben und mir ein ganz neues Verständnis gegeben haben zum Thema Trauma. Für mich ist das Erstaunliche, dass ich dieses Wissen, obwohl ich so eine lange eigene Geschichte habe und eine eigene therapeutische Ausbildung und Berufspraxis im Bereich Psychiatrie, dass ich dieses Wissen einfach davor nicht gehabt habe und auch gar nicht auf die Idee gekommen bin, diesbezüglich zu forschen, weil ich einfach nicht wusste, dass es dieses Wissen gibt und dass man dazu deutlich mehr wissen kann und das einfach viel besser verstehen kann. Deshalb ist es mir jetzt aus dieser Erfahrung heraus auch wirklich ein Anliegen, das Wissen, das ich da im letzten Jahr entdeckt habe und das für mich so viel bewegt hat, das auch weiter hinaus in die Welt zu tragen und im Idealfall auch anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Also ich hoffe ganz einfach, dass auch andere Leute mit diesem Wissen sich selber und andere Menschen besser verstehen können. Gerade jetzt im professionellen Kontext finde ich es einfach unfassbar wichtig, gewisse Basics über Trauma zu verstehen, damit wir unseren Klientinnen und Klienten besser begegnen und sie besser verstehen können. Also für mich unterstützt das Wissen über Trauma sehr die eigene Recovery-Haltung, weil wenn ich verstehe, was im anderen los ist und wie jemand anders tickt oder was für Mechanismen da im Körper wirken, dann kann ich viel besser auf den eingehen und dem viel mehr Verständnis entgegenbringen und auch besser darauf eingehen, was ein Mensch dann braucht. Also ich finde das gerade im psychosozialen Bereich wirklich essentiell notwendig, sich mit dem Thema Trauma zu beschäftigen und dazu ein praktisches, konstruktives, heilsames Wissen zu haben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn du eine eigene Betroffenheit hast, und das gilt jetzt ja für Menschen, die psychosoziale Dienstleistungen nutzen, aber auch für Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Weil Menschen, die im psychosozialen Bereich arbeiten, sind auch nicht unbedingt verschont vom Thema Trauma. Also Trauma ist was, das sich einfach durchzieht, das ganz viele Menschen betrifft. Also es gibt ganz viele Studien und Menschen, die sich mit diesem Thema einfach lange beschäftigen, die wirklich Experten in diesem Gebiet sind, die sagen, dass es eigentlich deutlich wahrscheinlicher ist, dass dein Gegenüber eine Traumabetroffenheit hat, als dass er keine hat. Also eigentlich ist der Großteil der Menschheit in irgendeiner Form von diesen Traumamechanismen im Körper betroffen. Und wenn wir das verstehen, können wir wirklich viel besser damit umgehen. Und deshalb ist jetzt mein großes Anliegen, hier dir eben praktisch anwendbares Wissen zu vermitteln, dass dir einfach mehr Verständnis zum Thema Trauma und was passiert da im Körper und welche Auswirkungen hat das, zu geben. Und deshalb möchte ich hier im Podcast jetzt diese Folge und noch die nächsten 2 Folgen quasi ein Trauma-Special machen, also uns wirklich mit diesem Thema beschäftigen, um hier eine gute Basis zu haben, weil es einfach was wirklich Grundlegendes ist im Bereich Psychiatrie und für den Umgang mit psychischer Gesundheit und mit psychischen Herausforderungen. Und wie ich ja schon gesagt habe, gab es für mich im letzten Jahr so einige totale Aha-Erlebnisse. Für mich kam das hauptsächlich aus dem heraus, dass ich eben die Dami Scharf kennengelernt habe, beziehungsweise einfach ihre Arbeit online kennengelernt habe und da Wissen gefunden habe, das einerseits wirklich fundiert ist
und andererseits aber ganz simpel die Biologie im Körper erklärt und erklärt, wie ein Trauma im Körper wirkt und was Traumafolgen sind, wie das alles funktioniert. Und ich persönlich habe es als irrsinnig hilfreich erlebt, das zu verstehen. Weil ein Verständnis dafür zu haben, macht dieses Gefühl von, da ist irgendwas Diffuses, Komisches, das ich irgendwie nicht anpacken kann, wo ich keinen Zugang bekomme. Das macht dieses Gefühl einfach weg, weil das, was passiert bei einem Trauma im Körper, logisch und nachvollziehbar und eigentlich genau genommen eine sehr gesunde Überlebensreaktion vom Körper ist. Es gibt ganz viel Wissen zum Thema Trauma, aber ich möchte jetzt heute und in den nächsten Folgen wirklich mal so ein Basiswissen vermitteln und vor allem das Wissen, das ich eben als irrsinnig hilfreich erlebt habe. In der heutigen Folge möchte ich vor allem drauf schauen, was genau bei Angst im Körper passiert und wie das die Abspeicherung im Gehirn beeinflusst, weil das schon ganz viel von Trauma und Traumafolgen erklärt. Und wie gesagt, das ist wirklich simple Biologie. Also da geht es um, also ich habe oft den Eindruck, dass gerade um das Thema Trauma herum sowas ist wie, ah, das ist sowas Großes, wo wir ganz hilflos sind und keiner was machen kann und da müssen Experten und Spezialisten ran. Und ja, das wäre sehr gut, aber also wenn da nur Experten und Spezialisten rangehen an die wirkliche Trauma-Integration. Aber es gibt trotzdem Dinge, die wir einfach machen können. Es gibt Dinge, die wir für uns selber machen können, wenn wir eine eigene Betroffenheit haben. Und es gibt Wissen, das wir haben sollten, wenn wir Menschen in Situationen mit einer Betroffenheit unterstützen. Und genau um das geht es jetzt und hier. Also ein bisschen ist ja auch mein Anliegen zu entmystifizieren, dass ein Trauma sowas was Großes ist, das unbewältigbar ist und das uns für den Rest unseres Lebens mitunter ausschaltet und wo wir keine Möglichkeit haben, selber was zu tun. Weil das stimmt zum Glück nicht. Und ich möchte vorab aber auch noch sagen, dass gerade wenn du eine eigene Betroffenheit hast, das Wissen über Trauma zwar was total Hilfreiches ist, eben um sich selber besser zu verstehen, aber auf der anderen Seite kann es auch was sein, das dich erstmal wirklich sehr traurig macht. Mir ist es zumindest so gegangen und ich habe das auch bei vielen anderen Menschen mitbekommen, mit denen ich gearbeitet habe oder auch die ich in meinem Freundeskreis habe. Und ich glaube, dass man an dieser Traurigkeit auch nicht vorbeikommt, weil es einfach mitunter auch sehr traurig macht, wenn man versteht, dass bei all den Schwierigkeiten, die man so hinter sich hat, dass eigentlich nichts daran wirklich falsch war, sondern einfach man nur nicht verstanden hat, dass das eine natürliche Reaktion ist und dass vielleicht auch das Umfeld nicht verstanden hat, dass man gerade eigentlich nur eine ganz natürliche Reaktion zeigt, eine ganz natürliche Überlebensreaktion. Es kann einfach sehr traurig machen, sich zum ersten Mal selber zu verstehen. Ich möchte das deshalb thematisieren, damit du einerseits weißt, wenn das Thema dich sehr traurig macht, hey, es ist alles in Ordnung mit dir. Das ist eine wirklich sehr verständliche und logische Reaktion. Und auf der anderen Seite möchte ich dich auch dazu ermutigen, einfach wirklich achtsam mit dir umzugehen. Und wenn du merkst, es ist zu viel, dann hör lieber auf und geh das dosiert und in kleinen Schritten an. Ich kann dir auch die Seite von der Dami Scharf, also www.traumaheilung.de, sehr weiterempfehlen. Da kannst du auch ganz viele Informationen nachschauen und ich stelle den Link auch in die Shownotes. Das heißt, da findest du auch ganz viele Sachen, um dich Schritt für Schritt von unterschiedlichen Perspektiven diesem Thema zu nähern. Ich möchte dich ermutigen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber auch wirklich echt auf deine Grenzen zu achten. Und dich nicht selbst zu überfordern, weil oft ist es ja, wenn man dann endlich Informationen findet, dann möchte man sich da hineintigern und alles aufsaugen, was man bekommen kann. Und man muss aber gleichzeitig darauf achten, wie viel man einfach verarbeiten und verdauen kann, weil gut Ding braucht Weile. Und ich glaube, es ist echt einfach ganz wichtig, gut und liebevoll mit uns und mit unserem Körpersystem umzugehen und einfach auch unsere Grenzen ernst zu nehmen und die liebevoll und mit Achtsamkeit zu erweitern und uns nicht einfach weiter zu überfordern. Das wollte ich jetzt einfach noch vorab schicken. Und ja, dann schauen wir uns jetzt einfach erstmal an, so die grundlegenden Sachen. Ganz kurz, was ist ein Trauma? Also Trauma bedeutet eigentlich übersetzt einfach nur Wunde und Verletzung. Und wenn wir im normalen Sprachgebrauch über Trauma sprechen, dann meinen wir eigentlich meistens ein Psychotrauma, also eine Verletzung der Psyche, der Seele. Im Normalfall wird
ein Schocktrauma gemeint damit, also quasi ein Ereignis, das zu viel war, das überfordernd war, wo alle Überlebensstrategien irgendwie am Ende waren, am Limit waren, man war hilflos und überfordert und es war gekoppelt mit Angst und das löst eine ziemliche Verzweiflung aus. Und das ist so das, was wir im Normalfall, wenn wir in unserem Sprachgebrauch über Trauma sprechen, meinen wir das damit. Es ist aber auch möglich, dass diese Traumafolgen im Körper nicht von einem Schockerlebnis kommen, sondern also von einem Schocktrauma, sondern es gibt zum Beispiel auch Entwicklungstrauma. Die Dame Scharf hat das in unserem Interview vor 2 Wochen auch schon erwähnt und ein bisschen erklärt. Und ich werde auch in der nächsten Folge nochmal mehr auf dieses Thema eingehen. Und ein Entwicklungstrauma bedeutet einfach auch, dass viele kleinere Verletzungen, gerade in sehr sensiblen Phasen, wie zum Beispiel in der Kindheit, Konsequenzen auf unser Nervensystem haben und auf die Verarbeitung im Körper von Erlebnissen und dass wir deshalb auch Traumafolgen haben können. Aber wie gesagt, da gehen wir in der nächsten Folge noch mehr drauf ein. Heute möchte ich mich eben vor allem darum kümmern, was bei Angst im Körper passiert und wie das auch die Verarbeitung und die Abspeicherung von erlebten Sachen im Gehirn beeinflusst. Und dafür möchte ich als erstes mal mit dir gemeinsam anschauen, was passiert jetzt einfach bei Angst im Körper. Und das kennen wir alle, denn wir hatten alle schon mal Angst. Also wir kennen, dass uns flau im Magen wird, dass wir uns zittrig fühlen, dass unser Herz schneller anfängt zu pumpen. Und diese Angstreaktion, glaube ich, die ist jedem bekannt. Und die ist an und für sich auch was sehr Wichtiges und Wertvolles, weil eigentlich geht es dabei darum, schlicht und einfach unser Überleben zu sichern. Egal wie gut wir inzwischen als Menschen unsere Kognition entwickelt haben und unsere Fähigkeit zu abstrakten und komplexen Gedankengängen und logischen Planen und ähnlichen Dingen, sind wir in erster Linie trotzdem Säugetiere und die erste Pflicht unseres Körpers ist, unser Überleben zu sichern. Und das tut es eben durch diese Angstreaktion. Das ist was, die Angstreaktion ist was, die läuft unbewusst ab, also die können wir nicht aktiv steuern, sondern ein Reiz kommt ins Gehirn und löst dort die Angstreaktion aus. Also es wird vom Gehirn als potenziell bedrohlich wahrgenommen und deshalb werden Stresshormone ausgeschüttet und die Angstreaktion ausgelöst, um das Überleben unseres Körpersystems zu sichern. Und genau genommen sind alle diese Reaktionen, die wir haben, also all diese Körperwahrnehmungen, die wir haben, wenn wir Angst haben, einfach was sehr Schlaues. Nämlich prinzipiell pumpt das Herz schneller, um unsere Muskulatur besser mit Blut und mit Sauerstoff versorgen zu können. Es werden alle Energiereserven im Körper, die irgendwie freigesetzt werden können, der Skelettmuskulatur zur Verfügung gestellt. Die wird eben auch stärker durchblutet. Das heißt, Verdauung, Libido, Fortpflanzung, das sind alles Sachen, die wir zum direkten Überleben in der Situation nicht brauchen. Und denen wird Blut entzogen. Das ist auch einer der Gründe, wieso zum Beispiel bei Stress viele Leute Verdauungsprobleme haben, weil einfach in so einer Anspannungsreaktion biologisch unsere Verdauungsorgane nicht so gut durchblutet werden. Also unsere Skelettmuskulatur wird eben möglichst gut versorgt, sodass sie möglichst aktiv ist. Körpereigene Opioide werden freigesetzt, also dass wir einfach auch weniger schmerzempfindlich sind und wirklich in der Situation einfach unser Überleben sichern können. Unsere Wahrnehmung verändert sich auch ein bisschen, also die Pupillen weiten sich und wir können dadurch Dinge klarer wahrnehmen und stärker fokussieren. Unsere Ohren reagieren auch mehr auf die kleinen Umgebungsgeräusche, die rundherum sind, die wir sonst oft ausblenden und gar nicht wahrnehmen. Also alles in uns stärkt sich dafür, unser Überleben zu sichern und entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Und das bringt uns auch schon zu dem, wo wir dann hinkommen, nämlich wenn wir uns wirklich bedroht fühlen und in einer akuten Gefahr sind, also jetzt nicht vor Prüfungen, da haben wir zwar die gleiche Reaktion, weil unser Körper einfach keine andere Angstreaktion kennt, aber da ist es nicht so hilfreich fürs Überleben. Aber wenn wir uns das wirklich vorstellen, wir sind wirklich in einer Situation, wo unser Leben in Gefahr ist. Also zum Beispiel eben, wir sind irgendwo in der Wildnis in Afrika unterwegs und auf einmal steht ein Löwe vor uns, dann machen diese Reaktionen total Sinn. Denn dann hören wir vielleicht ein Rascheln im Gebüsch und der Reiz wird sofort weitergeleitet im Gehirn. Wir werden sehr aktiv werden, unsere Orientierung wird anders sein. Wir schauen mal, was ist da. Wenn wir dann einen kleinen Vogel sehen, der wegfliegt, dann entspannen wir uns vielleicht sehr schnell wieder.
Aber wenn wir uns jetzt umdrehen und da steht ein Löwe, dann wird eben genau diese Angstreaktion in unserem Körper einsetzen und wird versuchen, uns vorzubereiten für das, was da kommt. Nämlich unser Stammhirn wird aktiv und wir haben drei Möglichkeiten, nämlich Kampf, Flucht oder Erstarrung. Das müssen wir auch nicht selber entscheiden, welche der drei wir nehmen, sondern wenn wir in dieser Angstreaktion sind, dann übernehmen unsere älteren Gehirnteile. Also prinzipiell haben wir dann nicht mehr den Zugang zu unserer Kognition, zu unserem logischen Denken und Abwägen und Ähnlichem, sondern es muss schnell gehen und viel schneller gehen, einfach alle Reaktionen aus dem Stammhirn. Und deshalb ist das körperlich auch so eingerichtet, dass in einer Gefahrensituation diese Gehirnteile übernehmen dürfen. Und die können alles andere ausschalten, die sichern nämlich das Überleben. Also haben die immer Priorität, wenn die anspringen und sagen, Gefahr, jetzt erstmal überleben. Unser Stammhirn wird also die Situation einschätzen und wird sehen, okay, Kampf wird vermutlich mit einem Löwen keinen Sinn machen, außer wir sind stark bewaffnet. Flucht wird darauf ankommen, wie weit der Löwe weg ist und wie realistisch wir unsere Chancen erleben. Das probieren wir vielleicht, aber spätestens, wenn der Löwe uns eingeholt hat oder auch wenn der Löwe überhaupt schon so nahe ist, dass Flucht keinen Sinn mehr macht, kommt Nummer drei zum Einsatz, nämlich Erstarrung. Und Erstarrung bedeutet, dass wirklich wir ganz starr werden, dass wir im Prinzip, früher hat ja auch Todstellen manchmal funktioniert, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Mechanismus. Aber auch wenn das nach außen hin ganz ruhig ausschaut, bedeutet diese Erstarrung, dass darunter die maximale Erregung liegt. Also maximale Anspannung ist darunter. Denn all die Energie, die unsere Angstreaktion im Körper freigesetzt hat, ist hier noch im Körper drinnen. Und ist prinzipiell jederzeit abrufbar, aber es macht halt gerade keinen Sinn oder wir haben keine Möglichkeit, mit dieser Energie was zu machen, weil sowohl Kampf als auch Flucht als aussichtslos eingestuft wird. Und das bedeutet, wir erstarren und es kann sein in dieser Situation, dass wir dissoziieren, also quasi wie rausgehen aus dem Körper mit unserem Bewusstsein, dass wir den nicht mehr spüren. Und das ist, also die Dame Scharf sagt immer, das ist sowas wie die Gnade des Lebens, beim Sterben nicht dabei zu sein. Also einfach nicht so wirklich mitzubekommen, was da gerade passiert. Man kennt das von Erzählungen, von Operationen oder von Unfällen, wo Leute berichten, dass sie wie die Situation von außen gesehen haben und dabei zugeschaut haben, also dass sie wie von oben auf sich runtergeschaut haben oder ähnliches. Und das ist eigentlich dieses Phänomen von Dissoziation. Dieser Zustand der Erstarrung ist quasi unsere letzte Möglichkeit, um unser Überleben zu sichern. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir in einer Situation sind, in der unser Leben in Gefahr ist und wo wir in diesen Zustand kommen von einer gewissen Hilflosigkeit beziehungsweise einfach einer maximalen Anspannung im System, aber nicht der Möglichkeit mehr, was damit zu tun, dann steckt da ja eine irre Energie im System drinnen. Und alles, was wir in dem Moment erleben, wird auch nicht so abgespeichert im Gehirn, wie es im Normalfall abgespeichert wird. Und da kommen wir jetzt dahin, was ich am Anfang gesagt habe, dass es ganz wichtig ist, zu wissen, was da eigentlich passiert im Körper. Weil das ganz viel erklärt von Traumafolgen, die einfach sehr viel verständlicher werden dadurch. Und um das jetzt ein bisschen anschaulicher zu machen, möchte ich dir erstmal kurz erklären, wie im Normalfall die Verarbeitung im Gehirn funktioniert. Also wie passiert das, dass wir was wahrnehmen und das dann schließlich als Erinnerung abgespeichert wird. Keine Sorge, ich halte es relativ einfach. Prinzipiell geht es um vier Stufen. Also es gibt quasi den Thalamus, das ist das Tor zum Bewusstsein. Da wird schon ausgefiltert, was an Informationen nehmen wir überhaupt auf, weil eigentlich würden wir ständig viel mehr wahrnehmen, als wir dann letzten Endes verarbeiten können. Also wir brauchen ja gar nicht alle Sachen, die wir wahrnehmen könnten, sondern wir haben einen gewissen Filter und das sind die Dinge, die wir wahrnehmen. Und was durch dieses Tor durchkommt, landet dann in der Amygdala. Die Amygdala, das ist die Instanz, die dann auch die Angstreaktion auslöst, wenn da ein Reiz kommt, den sie für gefährlich findet. Also die Amygdala scannt quasi die Informationen, die kommen und schaut, ob was gefährlich ist oder nicht und leitet dann prinzipiell diese Informationen weiter an den Hippocampus. Und der Hippocampus ist dafür zuständig, die Sachen, also die Informationen, die kommen, einzuordnen. Das heißt, der ordnet das Ganze ein, zeitlich, räumlich, da. Das ist das, was quasi den Rahmen gibt und die Struktur dafür, dass wir die Informationen dann gut einordnen können. Und der gibt es weiter an die Großhirnrinde und dort wird es abgespeichert. Und durch die Informationen, die der Hippocampus da eben rundherum
dazugegeben hat, also durch diese Einordnung, können wir danach diese Informationen abrufen und wissen, ah, das ist vor 3 Wochen passiert, ist das dort passiert mit folgenden Personen, das habe ich erlebt. Und das ist das, wie wir im Normalfall davon ausgehen, so können wir Erinnerungen abrufen. Wenn jetzt aber wir in so einer Schockreaktion sind, also in einer kompletten Überforderung und in einer bedrohlichen Situation für unser Nervensystem, also etwas, das in unserem Körper so bedrohlich wahrgenommen worden ist, dass eben die Angstreaktion ausgelöst worden ist und wir sogar bis in diese Erstarrung gekommen sind, dann funktioniert das in unserem Hirn anders, weil nämlich dann sind lauter Stresshormone im Gehirn und die wollen unser Überleben sichern. Also daran ist an und für sich nichts verkehrt, aber die haben einfach Folgen für die Abspeicherung. Nämlich das, was passiert, ist, dass die Verarbeitung zwischen der Amygdala und dem Hippocampus nicht mehr funktioniert. Also diese Verbindung ist einfach gestört. Vom Thalamus ist ein Reiz gekommen und die Amygdala hat festgestellt, wow, da ist potenziell Gefahr und hat eine Angstreaktion ausgelöst. Und durch diese Angstreaktion sind eben Stresshormone in unserem Körper und mitunter eben, wenn wir wirklich in einer Gefahrensituation sind, wo wir da hineinkommen, dass wir sogar in diese Erstarrung kommen, dann haben wir einfach irrsinnig viele Stresshormone im Körper, die versuchen, unser Überleben zu sichern. Was die aber auch machen, ist eben, dass Informationen von der Amygdala nicht mehr an den Hippocampus weitergeleitet werden. Und der Hippocampus ist derjenige, der ja einordnet, was passiert ist. Also der gibt die Parameter dazu und der hat vor allem auch die zeitliche Orientierung. Ohne diese Vereinordnung wissen wir nicht, dass ein Erlebnis vorbei ist. Und das ist einer der wesentlichsten Punkte bei dieser Verarbeitung im Gehirn, dass wenn wir innerlich in so einem Notzustand sind und uns bedroht fühlen und unser Überleben in Gefahr fühlen, dann kann unser System nicht mehr erkennen, dass das vorbei ist danach, weil diese Stresshormone einfach diesen Zugang blockiert haben. Und das ist das, was danach sehr viele Traumafolgen verursacht. Dass unser Körpersystem nicht mehr spürt, dass diese Gefahr vorbei ist und eigentlich sich unser Leben weiterhin bedrohlich anfühlt, obwohl lange schon keine Bedrohung mehr da ist. Was zusätzlich auch passiert in dieser Situation ist, dass um unser Überleben zu sichern, diese Schwelle, die es im Normalfall im Thalamus gibt, dass einfach nicht alle Reize durchkommen, dass die auch schwindet, also dass viel mehr Reize ungefiltert in die Amygdala strömen. Und das ist deshalb sinnvoll, weil die Amygdala ja versucht, möglichst viele Auswege zu finden. Also die versucht einfach, ob sie nicht irgendwo einen Ausweg finden kann. Und deshalb zieht sich die alle Informationen rein, die sie bekommen kann. Aber das Blöde ist, dass sie auch all diese Informationen, die sie da bekommt, mit dieser Gefahrensituation verknüpft, weil die möchte uns ja im Weiteren auch schützen. Und die ist ja lernfähig. Und das heißt, wenn da Reize kommen und wir sind gerade in einer akuten Gefahrensituation, dann macht ihr auch sowas wie eine Schablone und sagt, okay, wenn dieser Reiz wiederkommt, Achtung, Achtung, Gefahr. Und Achtung, Achtung, Gefahr bedeutet, ich fahre wieder das Programm, dass ich in dieser Situation gefahren bin, nämlich wahrscheinlich Erstarrung und Dissoziation, um das Überleben zu sichern, weil das hat schon mal funktioniert. Und konkret bedeutet das, jetzt, wenn wir zu dem Beispiel mit dem Löwen zurückgehen, und es hat davor im Busch geraschelt und keine Ahnung, es war vielleicht eine rote Blume an der Position und irgendwo habe ich einen Vogel pfeifen gehört, dass all diese Sachen danach auch wieder eine Angstreaktion auslösen können, obwohl sie an und für sich gar nicht damit gekoppelt waren. Also wenn ich diese Situation überlebt habe und ich höre wieder das Rascheln in einem Busch, kann es sein, dass ich wieder in eine totale körperliche Angstreaktion komme und es gar nicht verstehe, weil ja eigentlich im Moment keine Bedrohung ist. Oder ich höre einen Vogel pfeifen oder ich sehe eine rote Blume und mein Körper reagiert mit einer Angstreaktion. Und ich bekomme körperliche Zustände, ich bekomme flauen Magen, ich bekomme Anspannung. Also ich merke ganz viele körperliche Reaktionen und weiß in der Situation oft gar nicht, warum ich diese Reaktionen habe. Aber prinzipiell ist es einfach deshalb, weil unsere Amygdala versucht ihren Job sehr gut zu machen und uns unser Überleben zu sichern und die sich gemerkt hat, in der Situation, wo ich das wahrgenommen habe, war Gefahr und deshalb reagiere ich sofort wieder mit Gefahr, weil besser einmal zu viel mit Gefahr reagiert als einmal zu wenig. Also wirklich einfach eine klassische Überlebensstrategie. Und das sind Dinge, die jetzt aber irrsinnig wichtig sind zu wissen, wenn wir uns mit dem Thema Trauma beschäftigen.
Weil das, wovon wir da sprechen, das sind Trigger. Also die meisten Menschen, die mit dem Thema Trauma zu tun haben, kennen das Phänomen von Triggern. Ich kannte das auch lange Zeit, aber ich habe eben zum Beispiel lange Zeit auch nicht verstanden, was dabei im Körper passiert und dass das an und für sich sehr logisch und verständlich ist. Ich erlebe es als deutlich leichter, mit diesen Dingen umzugehen oder auch anderen Menschen in so einer Situation zu begegnen, wenn klar ist, was dabei im Körper passiert und dass das eigentlich eine schlaue Überlebensreaktion des Systems ist. Das gibt ein bisschen sowas wie eine emotionale Distanz, die es da hineinbringen kann, wenn man einfach ein Verständnis bekommt dafür. Und das ist für mich so auch ein bisschen die Grundaussage von dem, was ich dir da heute näher bringen mag, dass dieses Verständnis uns den Alltag mit Traumafolgen sehr stark erleichtern kann. Weil wenn wir uns das jetzt ein bisschen anschauen, was ich gerade erzählt habe von dieser Angstreaktion, den Stresshormonen und dem, dass damit die Verarbeitung im Gehirn anders wird und Informationen eben nicht mehr so abgespeichert werden, wie sie sonst passieren. Das hat ja einfach Konsequenzen und das sind Dinge, die wir mitunter sehr gut kennen, wenn es um das Thema Trauma geht. Und um jetzt nochmal auf das zurückzukommen, was dabei im Gehirn passiert, ist eben zum einen durch diese Stresshormone kann der Hippocampus das, was wir erleben, gar nicht mehr so einspeichern, dass es wirklich vernünftig auf der Großhirnrinde abgespeichert wird und wir normalen Zugang dazu haben, so wie zu sonstigen Erinnerungen. Sondern was passiert, ist eben, dass diese Sachen mit ganz viel Energie eingespeichert werden. Nämlich es wird wie eingebrannt, weil je mehr wir emotionale Beteiligung haben, und wenn es um unser Überleben geht, haben wir eine hohe emotionale Beteiligung, aber je mehr wir emotionale Beteiligung haben, desto besser merken wir uns Dinge. Also wissen wir alle, wenn wir in einer Schulstunde gesessen sind und es hat uns nicht interessiert, haben wir das ratzfatz vergessen, was wir da gehört haben. Aber wenn es um was ging, das uns interessiert hat, haben wir es uns auch problemlos gemerkt und mussten dafür nichts lernen. Emotionale Beteiligung hilft einfach, um Informationen abzuspeichern. Aber wir können uns jetzt vorstellen, dass wir das also sehr gut abspeichern, dass gerade auch diese Überlebensstrategien sehr gut abgespeichert sind, um unser Überleben weiterhin zu schützen. Das heißt, all diese Dinge, die wir da erlebt haben, werden abgespeichert, aber die werden wie wild abgespeichert, weil einfach diese Struktur, die wir sonst haben mit Thalamus, Amygdala, Hippocampus, Großhirnrinde, weil die einfach nicht funktioniert, weil der Hippocampus nicht mehr einordnen kann und das nicht mehr geordnet an die Großhirnrinde weiterleitet, sondern dieser Zugang ist geblockt. Wir können in diesem Zustand nicht gut an unsere normale kognitive Funktion ran, sondern unsere Überlebensmechanismen setzen ein. Also wir sind wirklich beim Stammhirn und beim Überleben. Das heißt, die Informationen sind für uns nicht so zugänglich, wie es im Normalfall ist. Das ist auch dieses Phänomen, dass man sich an so ein traumatisches Ereignis oft nicht erinnern kann. Und zwar oft überhaupt gar nicht oder jahrelang gar nicht. Und dann stößt man irgendwo auf so einen Erinnerungsfetzen. Und das sind Dinge, die man oft nicht nachempfinden kann, wenn man keinen Bezug dazu hat, was dabei im Körper passiert, weil man sich ja denkt, hey, wenn da was passiert, das so einprägsam ist, dann müsste man sich daran doch erinnern können. Und ich finde es irrsinnig wertvoll und wichtig zu wissen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es wirklich eine ganz klare biologische Erklärung dafür gibt, wieso die Verarbeitung von Erinnerungen da eine andere ist. Und was auch noch ein ganz wesentlicher Faktor ist, den ich sehr wichtig finde, dass in so einer Situation übernimmt unser Hirnstamm. Wir sind an den Überlebensfunktionen. Und die Kognition hat da keinen Zugriff, weil die Kognition würde länger dauern. Deshalb hat die Natur das schon sehr schlau eingerichtet, dass hier unser Überleben, also unsere Überlebensfunktionen, also unser Stammhirn übernimmt. Und das bedeutet aber auch, dass wir uns, wenn wir irgendwie Erinnerungen haben an Situationen, dass wir uns keine Vorwürfe machen müssen, wieso wir so oder so reagiert haben oder uns nicht verteidigt haben oder was auch immer, weil wir einfach davon ausgehen können, unser Stammhirn hat in dieser Situation aus all unserem bisherigen Wissen die schlaueste Entscheidung getroffen für unser Überleben. Und wir hatten nicht die Möglichkeit, kognitiv einzugreifen, weil unser Stammhirn übernommen hat. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die ganz wichtig sind. Entweder wenn du eine eigene Betroffenheit hast oder auch wenn du mit Menschen mit einer eigenen Traumabetroffenheit arbeitest, diesen Punkt zu verstehen, weil oft ganz viel Schmerz aus dem herauskommt, dass wir uns selbst Vorwürfe machen, dass wir in irgendeiner Situation anders reagieren hätten können. Und das ist ein Punkt, der auch sehr traurig machen kann, dieses Wissen mal zu verstehen und mal zu verstehen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass
in einer Traumasituation wirklich unser Überleben gegriffen hat. Also unsere Überlebensmuster haben gegriffen und die haben, wenn wir jetzt diese Traumafolgeprobleme haben, sogar sehr effizient gegriffen, weil wir haben die Situation überlebt. Das mag ein bisschen paradox oder flapsig klingen in irgendeiner Form, aber tatsächlich ist es so, dass wenn wir Traumafolgestörungen haben, es bedeutet, unser Überlebensmechanismus hat in der Situation funktioniert und unser Überleben gesichert. Und das heißt, wir haben überlebt und das war die Hauptfunktion von dem. Und ich möchte jetzt noch einfach kurz zusammenfassen, was so ein bisschen die Folgen sind von dem für unseren Alltag, für den Alltag mit Traumafolgen und was sich einfach an Traumafolgen daraus entwickeln kann. Und danach möchte ich dir noch ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz mit dem Thema erzählen, weil ich glaube, dass persönliche Beispiele es auch viel einfacher machen, diese Informationen wirklich dann für die Praxis zu übertragen und zu verstehen, okay, was genau ist damit jetzt alles gemeint. Aber eben, um es jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, was so Folgen sind, die wir daraus haben, ist zum einen sowas wie dissoziative Amnesie, also etwas, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können, was da passiert ist und keinen guten sprachlichen Zugang dazu bekommen, dass wir vielleicht nur Gefühlsreaktionen haben, aber sprachlich nichts dazu sagen können. Und das liegt einfach daran, dass die Informationen nicht so abgespeichert worden sind, dass wir sprachlich den Zugang dazu bekommen. Also das ist einfach eine ganz logische Folge aus dem Prozess, der da im Gehirn passiert ist. Der zweite Punkt, den ich schon angesprochen habe, nämlich Trigger und mögliche Flashbacks, die da rauskommen. Also ich habe ja vorhin gerade erklärt, dass Trigger eigentlich sowas sind wie Schablonen, die uns helfen sollen, uns in Zukunft vor dieser Gefahr zu schützen. Und dass die aber mitunter zu stark eingestellt sind, quasi diese Warnfunktionen. Also dass einfach alle Informationen, die damit verknüpft waren, jetzt eine Angstreaktion und diese körperliche Stressreaktion auslösen können und mitunter auch Bilder wieder hochbringen können oder eben Gefühlserinnerungen an die Situation. Was man sich auch vorstellen kann, ist, nachdem ich ja schon gesagt habe, uns fehlt die zeitliche Einordnung, weil die Verbindung zwischen der Amygdala und dem Hippocampus aufgrund der Stresshormone unterbrochen wurde. Und diese zeitliche Einordnung bedeutet eben, dass wir wissen, dass die Situation vorbei ist, dass die Gefahr vorbei ist und wir uns entspannen können. Und nach einer traumatischen Reaktion, gerade wenn wir Traumafolgen entwickeln, weiß unser Körpersystem das nicht. Und das bedeutet, dass wir permanent in einer viel höheren Anspannung sind in unserem Körpersystem. Das hat natürlich dann auch körperliche Auswirkungen. Also wir haben Verspannungen, wir haben mitunter, weil unser Körper permanent in so einem Stressmodus bleibt, vielleicht eben Verdauungsprobleme. Es kann sein, dass das herz-kreislauf-technisch Auswirkungen hat. Also wir haben wirklich körperliche Probleme aufgrund von einer hohen Anspannung im Körper. Hohe Anspannung und einfach all diese Dinge, die bei der Angstreaktion da waren, beeinflussen unseren Körper ja auch weiterhin, weil wir immer noch in einer latenten Angst sind, weil wir nicht verstanden haben, dass das aus ist, dass das gefährliche Erlebnis vorbei ist und zwar mitunter schon seit Jahrzehnten. Aber unser Körper konnte diesen Schritt einfach nicht machen und bleibt deshalb lieber gewappnet, um das Überleben zu sichern. Also auch das ist einfach eine Überlebensreaktion. Also der Körper hat nicht verstanden, dass die Gefahr vorbei ist und bleibt deshalb gewappnet. Es kann mitunter einfach auch zu Vermeidungsverhalten kommen, also dass wir versuchen, Situationen zu vermeiden, die in uns diese Gefühle auslösen oder diese Angst auslösen. Und das kann auch bewusst oder unbewusst passieren, weil wie gesagt, oft erinnern wir uns ja eigentlich gar nicht an diese Situationen, in denen wir da waren. Und trotzdem wollen wir vielleicht nirgendwo mehr hin, wo wir einen Vogel pfeifen hören oder eine rote Blume sehen oder wo es im Busch raschelt. Also wir versuchen uns selber davor zu schützen, wieder in so eine Situation zu kommen. Das alles sind Reaktionen, die totalen Sinn ergeben, wenn wir einfach wissen, was passiert ist und wenn wir wissen, wie Trauma im Körper wirkt. Aber wenn wir das nicht wissen, dann wirkt das mitunter von außen überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ich glaube, gerade im Bereich Psychiatrie ist das einfach ein Phänomen, das uns immer wieder begegnet, weil ja eben ganz vielen psychischen Herausforderungen, psychischen Erkrankungen liegt etwas Traumatisches zugrunde, traumatische Erlebnisse. Und deshalb finde ich es unfassbar wichtig zu wissen, was für Prozesse im Körper stattfinden, damit wir einfach ein besseres Verständnis bekommen und verstehen, dass viele Dinge, die uns da begegnen und die für uns überhaupt nicht nachvollziehbar sind von außen, eigentlich sehr logische Folgen sind von Dingen, die Menschen erlebt haben.
Und wichtig ist mir auch dazu zu sagen, dass diese Traumafolgen ja oft was sind, dass man zwar kognitiv versteht und man weiß kognitiv, dass man Dinge vielleicht anders machen sollte, aber dass eben in diesen Situationen, wo das greift, greifen unsere älteren Hirnregionen. Also in Situationen, wo diese Angstreaktion ausgelöst wird, haben wir nicht den Zugriff durch die Kognition, sondern das sind Reaktionen, die aus der Überlebensecke kommen. Das heißt, die haben an und für sich von der Biologie her auch die Erlaubnis zu übernehmen. Das heißt, wenn die in irgendeiner Form glauben, da ist Angst, dann haben die erstmal Vorrang vor unserer Kognition. Und das macht es auch relativ schwierig, was daran zu ändern. Und das bedeutet auch, dass wir also wenn wir Menschen mit einer Betroffenheit begleiten, dass es mitunter nicht hilfreich ist zu sagen, ach, machen Sie das doch einfach anders oder Sie sehen doch, dass das anders ist, weil es im System der Person aber anders wahrgenommen wird. Ich weiß, dass es mitunter sehr frustrierend klingen mag, zu hören, was für Auswirkungen einfach so eine traumatische Situation hat und was einfach die biologischen Folgen sind. Also es kann eine gewisse Hilflosigkeit auch nochmal ausdrücken oder einfach so ein frustriertes Aufgeben wollen, weil es einfach total zäh ist, mit Traumafolgen zu leben und dann einfach zu merken, okay, hey, und das ist einfach auch meine Biologie, was soll ich jetzt da machen? Aber ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, dass es zum Glück die Möglichkeit gibt, darauf einzuwirken. Weil das, was passiert durch ein Trauma, ist, dass unsere Selbstregulation, unser Nervensystem einfach ganz aus der Bahn gebracht wird. Weil einfach diese Hochspannung darin ist, von dieser Reaktion, wo wir in eine Hilflosigkeit kommen, in eine Erstarrung kommen, aber eigentlich eine maximale Anspannung in unserem System haben. Also wir haben eine Überspannung in unserem System dadurch und unser Nervensystem kommt dadurch schlicht und einfach in ein totales Durcheinander. Und das hat einfach einen großen Einfluss auf das, wie es uns dann im Leben geht. Und auch die Traumafolgen kommen aus diesem Durcheinander im Nervensystem, aus dieser Dysregulation. Und wie gesagt, also das ist dann der nächste wichtige Punkt, den wir uns hier im Podcast widmen wollen. Nämlich also in der nächsten Folge erkläre ich dir das Window of Tolerance und wir schauen uns mal an, wie ist Selbstregulation im Körper normalerweise? Wie wirken sich traumatische Erlebnisse darauf aus? Und dann schauen wir auch ein bisschen, okay, was kann man da einfach tun? Wie kann man das angehen? Aber ich möchte jetzt und hier schon ganz klar sagen, es gibt Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Und wir sind auch unserer Biologie nicht ganz hilflos ausgeliefert, aber es ist einfach sehr gut und sehr hilfreich und auch wichtig zu verstehen, was da im Körper passiert, weil wir dann deutlich besser damit umgehen können. Weil mitunter ist es ja so, dass man sich, wenn man Traumafolgen hat und vielleicht sich aber an gar nichts Traumatisches erinnert, aber man hat einfach immer wieder körperliche Reaktionen oder einfach ein Verhalten, das von außen nicht nachvollziehbar ist, dass man sich wirklich verrückt und falsch fühlt. Und also ich halte es mitunter für sehr, sehr heilsam, mal zu verstehen, dass wir unserem Körper wirklich vertrauen können. Ich möchte an der Stelle vielleicht einfach ganz kurz auch ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Und mir ist gerade der schöne Satz eingefallen. Ich glaube, das ist vom Søren Kierkegaard ein Zitat. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und das ist was, das ich jetzt aus meiner Geschichte auch einfach so absolut bestätigen kann. Also wie ich am Anfang erwähnt habe, ich bin ja selber Psychiatrie erfahren. Also ich hatte in meiner Jugend eine jahrelange psychische Krise und eben auch mit dem Thema Trauma zu tun. Und ich kann mich einfach noch so lebhaft daran erinnern, wie falsch ich mich manchmal gefühlt habe mit dem, wie ich funktioniere. Und dass es einfach auch sehr schmerzhaft war, dass ich auch von außen eher dadurch, dass das einfach krankheitswertige Diagnosen immer waren, dass ich einfach immer wieder Diagnosen bekommen habe, die gesagt haben, das ist folgende Erkrankung, folgende Störung, immer wieder das Gefühl hatte, irgendetwas ist hier falsch. Und ich bin mir absolut sicher, dass ich die Diagnosekriterien damals auch erfüllt habe und dass das zu dem Zeitpunkt die schlauest möglichen Diagnosen waren. Aber ich kann auch jetzt rückwirkend betrachtet sagen, dass ich all die Reaktionen, die ich damals in meiner Jugend gezeigt habe, jetzt langsam, wie gesagt, und nur rückblickend, in der Situation hat es keinen Sinn mehr gegeben. Aber mit allem, was ich jetzt weiß über meine Lebensgeschichte und auch über das, wie Trauma im Körper wirkt und
wo ich mein System einfach selber viel besser verstehe, kann ich einfach rückblickend sagen, dass all diese Reaktionen an und für sich vernünftig waren. Die haben in der Situation nicht geholfen und sie waren in der Situation nicht nachvollziehbar, weil keiner meiner behandelnden Ärzte und auch ich oder mein Umfeld nicht die Informationen hatten, die ich jetzt habe. Aber mit diesen Informationen ist alles, was ich erlebt habe, rückblickend wirklich sinnvoll und waren schlaue Reaktionen von meinem System auf Situationen, die mein System erlebt hat, die nicht gut fürs waren, die einfach überfordernd waren und die in irgendeiner Form trotzdem bestmöglich verdaut und verarbeitet wurden. Und das ist auch tatsächlich eine Haltung, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar unabhängig davon, ob du jetzt eine eigene Betroffenheit hast oder ob du im System Psychiatrie arbeitest oder eine Angehörige bist vielleicht. Also ich möchte einfach mal die Haltung in den Raum stellen, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, auch wenn wir nicht verstehen, wieso die Person uns gegenüber sich so verhält, wie sie sich verhält, oder wieso wir selber manchmal ein total schräges Verhalten an den Tag legen oder unsere Angehörigen oder wie auch immer die Konstellation für dich gerade ist, dass wir nur weil wir es nicht verstehen, nicht davon ausgehen, dass diese Reaktion falsch ist, sondern dass wir einfach mal eine gewisse Demut davor entwickeln, dass ein anderer Mensch in irgendeiner Form versucht, mit irgendetwas umzugehen. Und wir können davon ausgehen, dass ein System schlau versucht, seinen Weg zu gehen. Das ist tatsächlich eine Haltung, die ich jetzt aus den letzten 20 Jahren Psychiatrieerfahrung von der einen und von der anderen Seite zusammenführend für mich mitnehme, dass Dinge einfach oft nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick ausschauen. Und also mir ist es ehrlich gesagt lieber, ich nehme diese Haltung ein und ich gehe davon aus, dass es für mein Gegenüber in irgendeiner Form wirklich sinnvoll ist, wie er oder sie sich gerade verhält oder auch wie ich mich vielleicht gerade verhalte, auch wenn ich es gerade nicht selber verstehe und mich vielleicht über mich ärgere. Und ich gehe aber davon aus, dass es sinnvoll ist und dass ich es irgendwann vielleicht verstehen werde. Aber wenn nicht, bin ich meinem Gegenüber trotzdem so oder mir selber so begegnet, dass ich davon ausgegangen bin, es ist richtig und gut so, wie es gerade ist und ich begleite und ich bin da. Und ich persönlich finde, dass selbst wenn ich nachher drauf kommen sollte, dass es noch immer nicht verstehen kann, was vielleicht totaler Blödsinn war, finde ich es immer noch die weitaus hilfreichere Reaktion und Haltung. Und deshalb möchte ich die jetzt hier schlicht und einfach einmal anbieten und mal in den Raum stellen. Und das war jetzt ein kurzer Exkurs zusätzlich, aber das ist einfach eines der Dinge, die ich ganz stark mitgenommen habe aus meiner Beschäftigung mit dem Thema Trauma und auch aus meinem, mich wirklich jetzt auch nochmal aus einer Therapeutinnenrolle und aus diesen Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, nochmaliges Einlassen auf meine eigene Geschichte und dieses nochmalige Anschauen und Verdauen von dem Ganzen. Weil ich es wirklich so wesentlich finde, sich anzuschauen und sich klar zu werden darüber, dass oft einfach gar nichts Falsches an einem Menschen, der in einer Krisensituation steckt und an seinem Verhalten. Und dass wir einfach nur als Menschen viele Dinge noch nicht verstanden haben, und zwar gerade wenn es um Verletzlichkeit und die menschliche Psyche geht. Und ich persönlich bin einfach wirklich der Meinung, dass eine Haltung von einer gewissen Demut vor der Größe und Komplexität von Leben und von Verhalten anderer Menschen hier wirklich wertvoll ist und vielleicht kannst du diesen Gedanken hier einfach für dich im Hinterkopf mal mitnehmen und mal schauen, wie es dir damit geht. Ich persönlich finde das was sehr Wertvolles, Hilfreiches und Wichtiges. Aber um jetzt wieder zum Thema Trauma zurückzukommen, weil darum geht es ja heute. Ich habe dir jetzt ein bisschen beschrieben, was einfach Auswirkungen sind von dieser Abspeicherung im Gehirn und ich nehme mal an, wenn du eine eigene Betroffenheit hast, dann kannst du damit schon einiges anfangen und in dir drinnen vielleicht anfangen zu verstehen, wieso manche Dinge in dir so funktionieren, wie sie funktionieren. Und wenn du selber keine Betroffenheit hast, aber zum Beispiel in dem Bereich arbeitest oder Angehöriger bist, dann möchte ich dir einfach anbieten, dir noch ein paar Sequenzen, die für mich daraus ganz essentiell wichtig waren, nachzuvollziehen und zu verstehen, die möchte ich dir einfach aus meiner Erfahrung noch mitgeben, weil ich glaube einfach, dass man die Dinge halt schon deutlich besser verarbeiten kann, wenn man Beispiele und Geschichten dazu hat. Und keine Sorge, ich werde hier nicht auf traumatische Inhalte eingehen, weil es eben oft gar nicht hilft, sprachlich über traumatische Geschehen zu sprechen. Also
da geht es ja ganz viel um körperliche Reaktionen. Das kann aber auch sehr belastend sein, traumatische Situationen erzählt zu bekommen. Also darum geht es mir hier überhaupt nicht. Aber ich möchte nochmal von diesem Mechanismus einfach aus meinen Erfahrungen erzählen. Für mich war es in meiner Geschichte zum Beispiel so, dass ich mich lange Zeit nicht daran erinnern konnte, dass ich was Traumatisches erlebt habe. Bei mir ging es um sowohl Schocktrauma als auch Entwicklungstrauma in meiner Kindheit. Und ich hatte eigentlich ganz lange Zeit den Eindruck, dass ich eine sehr gute Kindheit hatte und eine sehr behütete. Und ich habe ja auch wirklich sehr bemühte und liebevolle Eltern und hatte da überhaupt keinen Zugang, dass da irgendwas schiefgelaufen sein könnte. Und ich habe dann erst im Alter von 20 Jahren zum ersten Mal Flashbacks bekommen. Also da war ich auch schon 7 Jahre in psychiatrischer Behandlung mit unterschiedlichen Diagnosen und Sachen. Und da kam zum ersten Mal wirklich an die Oberfläche, okay, da liegt vielleicht was Traumatisches darunter. Und ich erzähle das deshalb, weil ich weiß, dass es oft so schwer nachvollziehbar ist, dass wirklich diese Erinnerungen fehlen können, dass da einfach kein Bewusstsein dafür mehr da ist. Also, dass man einfach wirklich nur Symptome hat, aber die überhaupt nicht verbunden sind mit wirklich einem traumatischen Hintergrund. Und für mich war es dann in diesem Zeitraum auch total wichtig, irgendwie zu versuchen, möglichst viele Informationen wiederzubekommen und die Dinge kognitiv zu verstehen und mich zu erinnern. Und ich habe da wirklich einen langen inneren Kampf ausgefochten mit dem Versuch, wieder an meine Erinnerungen ranzukommen. Während parallel dazu alle möglichen Körpersymptome aufgetaucht sind, weil eben die ja sehr gekoppelt sind mit Körpersymptomen. Ich möchte jetzt aus dem heraus einfach mal sagen, ich finde es absolut verständlich, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass man versucht, Dinge wieder logisch und kognitiv zu erfassen, einfach auch, weil wir es gewohnt sind als Gesellschaft, Dinge so zu machen. Also an und für sich ist selten ein, ich habe hier ein Gefühl und deshalb mache ich folgende Dinge so oder so, ist nicht unsere hauptsächliche Erklärung, sondern im Normalfall versuchen wir alles kognitiv zu erklären und zu erfassen. Und damit ist ganz klar, dass wir auch versuchen, wenn wir in so einer herausfordernden Situation sind, wie dass wir auf einmal wieder mit traumatischen Geschehnissen und Erinnerungen konfrontiert sind, dass wir versuchen, das auch kognitiv zu lösen. Und ich kann dir jetzt einfach nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass es sehr verständlich. Und auch wenn ich es lange Zeit und lange Jahre niemandem geglaubt habe, inzwischen glaube ich es, nämlich es ist nicht wirklich hilfreich und nicht wirklich notwendig. Aber ich finde es auch wichtig zu wissen, warum das nicht notwendig ist und nicht unbedingt hilfreich ist. Und das ist eben diese Art von Abspeicherung im Hirn. Die Sachen sind nicht auf der Ebene von logisch abgespeichert, sondern diese Erinnerungen sind zum Teil sehr stark mit Körperempfindungen verbunden. Und das heißt, wir tun uns viel leichter, wenn wir auf der Ebene anfangen, damit zu arbeiten. Das ist auch eins der Dinge, wo es bei der Selbstregulation darum geht, wieder auf diese Ebene der Körperempfindungen zu kommen. Das ist was, was ich einfach sehr wichtig finde, zu wissen und zu verstehen, weil wir im Normalfall eben alles wissen und verstehen wollen. Und hier einfach aber auch den Respekt davor zu haben, dass halt unsere Biologie da in manchen Dingen eine andere Abspeicherung im Gehirn gemacht hat und wir deshalb diesen Zugang nicht so einfach haben, aber dafür einen anderen, mit dem wir auch gleichzeitig was wieder gut machen können, unseren Körper wieder lernen können, sich mehr zu entspannen, das finde ich was sehr Wichtiges. Also, wenn du jetzt eine eigene Betroffenheit hast, dann hoffe ich, dass du mit dieser Erfahrung, die ich dir da erzähle, was anfangen kannst. Aber auch wenn du mit Menschen mit so einer Betroffenheit arbeitest, dann möchte ich dir das einfach wirklich näher bringen, dieses Konzept, damit du einfach weißt, wenn jemand das so damit kämpft, wieder an Erinnerungen ranzukommen oder sich vielleicht auch einfach falsch fühlt oder einfach das Gefühl hat, da ist vielleicht irgendwas verkehrt, weil er sich nicht erinnern kann und er müsste sich doch endlich erinnern können. Einfach dieses Wissen weiterzugeben, weil das schlicht und einfach völlig normal und verständlich und gesund ist, dass es so ist, wie es ist. Also das ist was, das ich dir da mitgeben möchte daraus. Und auf der anderen Seite, also ich weiß einfach, dass Dinge oft schwer nachvollziehbar sind, wenn man das nur so hört. Und eben gerade dieser Faktor von, okay, die Einordnung da ist zwischen Amygdala und dem Hippocampus ist durch die Stresshormone die Verarbeitung gestört. Und deshalb wissen wir nicht, dass ein Erlebnis vorbei ist. Und ich möchte dir auch hier einfach meine persönliche Erfahrung anbieten. Nämlich, ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass ich das total körperlich spüre, also dass mein System sehr schnell unter Hochspannung ist und ich weiß seit Jahrzehnten, dass ich einfach eine relativ hohe Grundspannung im Körper habe und ich habe es nie verstanden, warum das so ist. Und
seit ich mit Selbstregulation arbeite und diese Mechanismen kenne, kann ich einerseits diese Spannung ein bisschen reduzieren und besser damit umgehen. Und andererseits verstehe ich sie aber vor allem auch mal. Und kann damit auch zum ersten Mal, dadurch, dass ich diese eigene Wahrnehmung habe, verstehen, dass es wirklich so ist, dass uns die zeitliche Einordnung fehlt. Weil ich habe mir in den letzten 1,5 Jahren sehr viel Zeit dafür genommen, mich auch nochmal mit meiner eigenen Geschichte zu befassen, um einfach auch die Schätze daraus zu heben, die ich jetzt für meine Arbeit hier nutzen kann. Und spüre dadurch auch erstmals wirklich, dass ich mich wirklich in sehr vielen Situationen bedroht fühle, obwohl keine Bedrohung mehr vorhanden ist. Und das ist was, das man wirklich wissen muss. Und das ist was, das ich jetzt einfach auch wirklich nochmal hervorheben möchte, weil wir im Normalfall davon ausgehen, dass andere Menschen die Welt doch relativ ähnlich wahrnehmen wie wir selber. Und ich nochmal klar sagen möchte, das ist nicht der Fall. Und wenn ich was erlebt habe, also wenn ich auf einen Reiz reagiere, weil meine Amygdala darauf anspringt, dann erlebe ich die Welt gerade als gefährlich, auch wenn sie es überhaupt nicht ist. Und nur weil mir jemand anders erklärt, dass das nicht der Fall ist, ist das noch nicht weg, dieses Gefühl. Also das ist was wichtig ist zu wissen. Und das Gute ist, wie gesagt, man kann lernen, sich in der jetzigen Situation zu orientieren und wirklich klar zu verstehen, okay, hier droht mir keine Gefahr. Und irgendwann lernt das Nervensystem das auch. Das ist ein Prozess, aber es ist ein Weg, der es wert ist, gegangen zu werden. Ja. Das waren jetzt auch jede Menge Informationen zum Thema Trauma und vor allem auch kombiniert mit vielen, vielen Erfahrungen und Eindrücken. Und ich hoffe, dass du dir einfach was mitnehmen konntest daraus. Also, dass du vielleicht für dich auch was Neues darüber gelernt hast und einen neuen Bezug jetzt hast zum Thema Trauma und da vielleicht Zusammenhänge besser verstehen kannst. Das wäre mir nämlich einfach ein echtes Anliegen. Und wenn das der Fall war, freue ich mich auch sehr, wenn du diesen Podcast teilen magst mit anderen Menschen, weil ich persönlich würde mir wünschen, dass dieses grundsätzliche Wissen über Trauma wirklich jeder Mensch hat, damit wir uns selber und unsere Mitmenschen einfach besser verstehen können. Und ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, freue ich mich sehr, wenn du den Podcast in deinem Umfeld einfach auch teilst. Und in der nächsten Folge, wie angekündigt, geht es auch ums Thema Trauma und möchte ich dir das Window of Tolerance vorstellen und darauf eingehen, eben was jetzt wirklich so ein traumatisches Erlebnis im Nervensystem auslöst und wie wir da damit umgehen können. Das heißt, das ist das, was nächste Woche auf dich zukommt. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche, ein gutes Verdauen von all diesen Informationen. Wenn du gleich mehr dazu wissen magst, ich möchte dir wirklich nochmal sehr die Seite von der Dami Scharf ans Herz legen, also www.traumaheilung.de, weil du da ganz viele Informationen findest und auch, also ja, sehr, sehr gut aufbereitete Informationen und auch verschiedene Kurse machen kannst zu dem Thema. Gerade wenn du im psychosozialen Bereich arbeitest, gibt es eine Fortbildung auch für Therapeuten. Da wird am 17. März, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird da die Schnupperfortbildung freigeschaltet. Ich packe dir den Link einfach auch unten rein, wo du dich eintragen kannst dafür. Da kann man einfach auch kostenlos reinschnuppern in das und bekommt noch mehr Informationen darüber, wie man mit Trauma dann auch arbeiten kann, weil das ist ja dann nochmal ein bisschen eine andere Ebene und du bekommst dann nochmal mehr Wissen und einfach auch Handwerkszeug für die Arbeit in dem Bereich. Also wie gesagt, das findest du in den Shownotes, beziehungsweise wenn du es auf iTunes hörst, schau gerne auf meinen Blog, ich packe dir den Link da rein, da findest du alle weiteren Links. Es ist immer ein bisschen wenig Platz auf iTunes. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das sehr, sehr gerne auf iTunes, in den verschiedenen Podcast-Apps oder einfach auch auf YouTube. Und ich freue mich auch sehr über Bewertungen auf iTunes, weil über iTunes-Bewertungen können dann andere Leute den Podcast auch leichter angezeigt bekommen. Also wenn du Lust hast, dir die Zeit zu nehmen und den Podcast auf iTunes zu bewerten, freue ich mich und sage vielen Dank dafür. Und ja, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch, dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe und mach's gut.